Freunde der Forelle, hier wird gekocht. Guten Tag, herzlich willkommen bei Ehre Griechen Lecker. Wir sind die Kochspezialisten und total bekloppt. Ach, lieber Erik, schön wieder mit dir zu kochen. Mein lieber Johann, möchtest du unseren Zuschauern denn erklären, was wir denn heute kochen? Ja! Hier, wir machen ein schönes Hackwürstchen-Gulasch. Kommt normalerweise nur Hack rein oder nur Würstchen, aber das ist egal heute. Die bitte nicht. Heute gibt es Würstchen und Hack. No. Zwiebeln immer dazu, nicht vergessen. Ganz wichtig, Hack immer im Uhrzeigersinn drehen. Ja. Das ist ganz wichtig. Aber sonst hat das nicht genug Umdrehung. Zwischendurch mal etwas, Plakat reinigen. Plakat? Mir fiel das Wort nicht ein, lieber Herr Johann. Ich wundere mich auch die ganze Zeit, warum du kein Kleister gekauft hast. Kein Kleister? Nein, nein, wir brauchen kein Kleister, wir haben braune Soße, lieber Johann. Braune Soße. Feine Güte, wann haben wir dir denn besorgt, mein Mann? Ja, so. Lieber Erik, was machst du denn da mit den Zwiebeln? Die schneide ich. Schneiden ist mit Messer. Gibt's doch nicht. Das kann man ganz prima leicht alleine zu Hause machen. Ach. Auch für unsere hackliebenden Vegetarier, Freunde. Also Janne, fühle dich jetzt nicht angesprochen, ne? Aber das war ein kleiner Gruß an unsere Zuschauer daheim. Hallo, winke, winke. Hallo. Wir kochen immer tierfreundlich, ne? Also Gras ist auch dabei. Ja, Johann, wir haben gar kein altes Telefon. Wir müssen eine Zuschauerfrage beantworten. Ach, das gibt's nicht. Moment, dann hole ich mal das Handy raus. Ah. Ach, verdammt. Hast du mir auch nicht. Wenigstens der Balkankäse da, ja, sehe. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, richtige Platte. Da können wir doch schon mal direkt die Zwiebeln zumachen, damit die nachher schön durchsichtig goldbraun scheißegal sind. Ja, Hauptsache es schwitzt. Ja. Hauptsache es schwitzt. Ah. Freunde. So, ich habe hier schon mal vorbereitet. Milch, Wasser, braune Soße. Ja, hier ist es. Jetzt muss ich noch ein bisschen... Ah, es verkocht sich nachher sowieso alles, aber naja. Oh, sieht ein bisschen aus wie Kakao, schmeckt aber ganz anders, ja. Hast du deinen Zuschauern schon gezeigt, was du Schönes vorbereitet hast hier? Ja, ich habe hier handelsübliche Würstchen geschnitten und in eine Schüssel gepackt, damit wir diese nachher ein bisschen anbraten können, nicht wahr? Ein bisschen angebraten schadet ja nie, gehen so ein bisschen die Nährstoffe verloren, ist nicht so gesund, prima. Ganz wichtig, bevor Sie diese Kochsendung schauen, müssen Sie sich erstmal selber einen Kochtopf voll Reis vorbereiten. Ja? Richtig, richtig. Natürlich, der Reis darf nicht fehlen. Ganz das richtig. Gibt nochmal den gewissen Pep. Genau wie diese hier, Tomatenmark. Ach, dreifach konzentriert. Da denken die für uns mit. Wir sind nämlich überhaupt nicht konzentriert. Richtig, sondern noch restbetrunken. Man kann ja einen Teelöffel, Esslöffel meine ich natürlich, schon in die braune Soße schon mal reinmachen. Wir quetschen einfach mal, bis wir meinen, dass das hier noch ist. Wir reden jetzt so. Nicht über Quetschtinte, ne? Nee, richtig, nee. Liebe Kinder, zu Hause aufpassen, ne? Nicht zu doll quetschen, sonst sieht scheiße aus. Schnüren, schön und gut, aber es soll es dicht sein. Ja. Ne, denn auch das Essen guckt mal zu beim Kochen. Ich meine, beim Kochen. Ja. Ach, meine Güte, lieber Erik, das riecht schon faszinierend. Ja, dann riecht ihr das mal hier durch. Dort fühle ich echt gerade enttäuscht, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Ja, es sieht noch ein bisschen komisch aus, es macht aber nichts. Wir nehmen hier einfach nochmal ein bisschen Pommes Frites Würzsalz. Davon packen wir auch nicht die größte Stufe nehmen, das ist schlecht, sonst kommt da zu viel raus. Packen wir einfach nochmal hier, schön. Ja, einmal schön rein da. Ja. Ach, haben wir eigentlich unseren Gast schon vorgestellt? Unseren Gast? Nein! Wer ist es, mein lieber Johann? Mein lieber Erik, das ist Tweety. Ah. Tweety von den Looney Tunes. Ist nebenan und guckt Fernsehen. Ja. Während wir hier schön lecker kochen, den ihr seht, liebe Freunde, unser Kochstudio ist heute nicht darauf ist. Na? Ja. Wir haben keinen Platz für kleine Vögel. Aber dafür Mais. Ja. Ganz wichtig, Mais, dicke Bohnen, rote Bohnen. Richtig, alles, was das Herz begehrt. Man kann eigentlich alles reinschmeißen, es schmeckt. Ja, ist ihr Frau, die nervt. Egal, schmeißt ihr rein? Schmeißt sie mal rein. Ja. Oh, lieber Erik, das ist immer eine Tug mit dir. Den Mais kippen wir schön ab. Ja, hier, ne, das Wasser, alles raus. Schmeckt eh nicht. Ja. Ja. Das ist. Und dann hier die ganzen Mais einfach mit in die Schüssel kippen. Ja,
Dann haben wir schon mal vorbereitet, haben wir nachher für die Arbeit, ja? So, hier, das gleiche machen wir mit roten Bohnen. Ja. Faszinierend. Einmal mit dem handelsüblichen Dosenöffner aufmachen, bis nur noch keine Kante bleibt, ist ein wichtiger Tipp. Sonst fällt der Deckel einfach in die Bohnen und man kriegt ihn ganz schlecht wieder raus. So, lieber Erik, lass mich mal probieren, damit ich mal gucke, ob das auch alles ordentlich geworden ist. Ah, warte, hol mir einen Teelöffel. Ja, so, hier, ja. Ja, ja, genau, abschmecken, immer wichtig, das gute Abschmecken. Schmeckt wie immer, scheiße, lieber Erik. Das kommt noch, ja, ja. Ich hoffe. bisher hauptsächlich gewürzt, ja. Tatsache. Das verkocht sich aber nachher alles richtig schön, ja, mit dem restlichen schon. Das gibt's nicht. Unser Motto wie immer, Hauptsache gesund. Rein kann trotzdem alles. Richtig, richtig. Also, wenn Sie gerade rauchen beim Kochen, schmeißen Sie die Kippe einfach mit rein. Ja. 180 Grad und es ist alles desinfiziert. Ja, richtig, richtig. So, da wir das alles vorbereiten und nachher eh alles in eine Pfanne schmeißen, ja, nehmen wir auch den Käse und schmeißen ihn hier mit in unsere Vorbereitungsschüssel. Macht man eigentlich nicht, macht aber nicht. So, rein damit, ja? Sieht zwar scheiße aus, macht aber nichts. Ja, wenn Sie noch Reste von einem Frischkäse haben, der aber noch gut ist, na, ja? Hier, einfach mit einem großen Löffel nehmen, einmal auskratzen, rein damit. Rest davon einfach in die Mülltonne werfen, macht nichts. Ja, liebe Kinder zu Hause, für eine kleine Spielerei könnt ihr euch gerne auch mal ein Toastbrot nehmen, ja? Und das einfach mal neben eine blonde Frau stellen. Ihr werdet den Unterschied nicht merken. Ja. Mein lieber Junge. Ach, aber schmecken tun sie beide. Ja. Oh Mann. Um noch einen gewissen Pep reinzubringen, wir haben hier noch von Harissa die scharfe Würzpaste. Kaktus steht drauf. Kaktus, ja. Ja. Etwas davon. Da wäre ich ja bei den Kaktus. Mit rein, ja. Nochmal gut umrühren. Wir können so langsam die Würste auch. Die Würste, ja, die Würste. Damit die auch mal ein bisschen was abbekommt von der schönen Würze. Hallo? Ja. Ja. Faszinierend. Ach, übrigens, diese Sendung widmen wir der MMG, ja, der McDonald's Midget Gang. Da ist auch ein sehr bekannter Freund von uns vertreten, und zwar der Markus. Hallo. Ich grüße Sie daheim. Also, jetzt nichts gegen kleine Menschen bei McDonald's, aber nur weil die so Fastfood essen, werden die nicht größer. Aber wenn Sie dann einen Wrap bestellen. Ja, da kriegen die zwei zurück. Richtig. So. So, das Reis. Ja, das dümpelt vor sich. Der Reis, lange braucht er Reis. Lieber Erik, das sieht faszinierend aus, was du da wieder gekocht hast. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Ich wette, wenn wir das kombinieren, können wir bestimmt die Weltherrschaft an uns reißen. Korrekt. Das ist der Plan. Mein düsterer Plan, ja, mein lieber Johann. Ich wusste es, ich wusste es. Ja. Wir kochen schon seit vielen Jahren zusammen. Ja. Jedes Mal zweige ich etwas für die Weltherrschaft. Ja, selbstverständlich. Ja. Dann weiß der Fernsehsender zum Glück nicht von. Ja. Ach, muss ja auch nicht, ne? Nee, ja. Lieber Erik, meine Güte. Und wenn Sie Tickets kaufen wollen, Sie müssen nur 4 bis 6 Monate warten. Ja. Dann können Sie hier bei uns in der Küche sitzen und uns zugucken, ja, wie wir hier das Essen verunzen. Ja. Ja. So, den Balkankäse, ja, den schneiden wir auch schon mal klein. Am besten in Würfel, relativ gleichmäßig. Wenn es nicht wird, macht es auch nicht. Tut dem Geschmack nichts zur Sache. Den Balkankäse schmeißen wir nicht gleich mit rein, der würde sonst verkochen, da wird man ja gar nichts mehr davon merken. Der soll etwas quietschig-quietschig sein, deshalb wärmen wir ihn leicht an, ja, nur leicht. Nachher am Ende von der ganzen Chose, ja. Das ist ganz wichtig. So, hier, ja. Schon mal so ein bisschen, ja, die Gerätschaften, einweichen, ja. Gesundheit. Ja, das gehört auch dazu, ja.
habe ich jetzt wieder vergessen. Wir hätten so schön ein Bier trinken können. Mann, Mann, Mann. Ja. So, hier, haben wir noch was? Könnt ihr ja unseren Freund Ditsch anrufen. Ja, wenn Sie haben und experimentierfreudig sind, ruhig etwas Dijon Honig sind. Ja? Nicht zu viel? So? Ja? Das war zu viel? Ja. Das macht gar nichts. Mmh. Lieber Erik, riech doch mal. Ist das nicht faszinierend? Ja. Das ist schön. Mann, 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 da krieg ich ja jetzt schon wieder richtig Durst. Ja. Wenn ich diese leckeren Kochkünste hier von uns sehe. Ha, ha, ha. Meine Güte, meine lieben Herren. Ach ja. Was wären die Zuschauer zu Hause nur ohne uns? Ja, kleiner Zwischencheck, ja? Ja. Ja. Unfehlbar. Ja. Unfehlbar. Ja, da geht mir ein. Ja, eine leichte scharfe Note, ja. Uiuiui, da geht mir ja. Ja, ja, doch, ja. Oh, was ich mir da noch wünschen würde, wäre richtig schön Wasabi. Allerdings, liebe Freunde, man muss immer darauf achten, zu viel Wasabi, ne? Und man hat heute Nacht ziemlich viele Probleme. Ja. So, mit der Ehefrau. Ja, mein lieber Johann. Mein lieber Johann. Nein, aber nicht. Tatsache. Das hier hat denn jemand Birnen mit? Hör mal, Gericht von neulich. Da müssen wir uns aber gleich nochmal bei der Regie beschweren, ne? Ja. Dass sie diese Küche nicht ordentlich ausgestattet haben. Ich meine, wir kommen ja nicht schon sonst hier zu irgendwelchen Spockos nach Hause. Da waren wir ja nicht zu sparen. So. Ja. Nein. Ja. Die Würste brauchen noch ein Weilchen. Den Rest kochen die mit. Sehr schön. Ist schon okay so. So, um leicht anzubraten, ja? Ja. Jetzt schütten wir hier den ganzen Schlamassel drauf. Ja? Ein Schmutzbrot. Ja. Ja. Muss jetzt hauptsächlich einmal alles heiß werden. Käse muss zerlaufen. Weg sein. Ja. Zusammen ergibt es dann, ja, ein Gericht. Lecker, lecker. Man weiß nicht was, aber ja. Kommt das sowieso unten wieder raus, mein Vater. Ja. Ich darf nicht so reden, liebe Freunde. Nein. Wir freuen uns einfach, dass wir noch was zu essen haben. Ja. Ja, natürlich, ja. So was, wenn man leckere Reste verkehrt. Lecker Reste, ja. Wenn Sie keine Reste haben, machen Sie es ohne Reste. Ja, dann können Sie auch gleich Reste picken gehen. Oh, oh, ja, hier. Liebe Zuschauer, ich verstehe ja nicht, wie Sie die ganze Zeit eingeschaltet bleiben können. Ja. Ich rede die ganze Zeit nur Quatsch und Sie lieben es. Ja. Meine Güte, und dafür bezahlen Sie auch noch Eintritt. Solche Pfosten zählt nämlich. Aber ich liebe so, trotzdem. Schauen wir mal hier, ja. Was mit dem Reis ist. Ah, auch aber noch. Ja. Der Reis, der Reis, der kocht, kocht, kocht. Noch. Ja, hier, fürs Ende, da haben wir schon mal ein Ende vorbereitet, eine große Schüssel, ja. Je größer die Schüssel, je besser, dann kriegen sie auch alles rein. Dieses Rezept ist für 3 bis 4 Personen, je nachdem wie hungrig und dick. Notfalls und durstig. Notfalls sehen sie auch mehrere kleine Schüsseln, ja. Dann passt auch alles rein. Ach, ganz wichtig. Können sie auch gleich Teller nehmen. So, liebe Freunde, und jetzt heißt es einfach warten. Ne? Für euer Geld müsst ihr jetzt warten, prima. Ja, warten. Hätten wir eine Frau da, hätten wir eine Frau und weiblich eine Witze machen. Ach, selbstverständlich. Ja. Monkey makes the world go round. Ja, diese verdammten Affen. Ja, ja, sehr gut, ja. Hier, braucht ihr, ja. So, liebe Freunde, ich würde sagen, guten Appetit. Gehen wir erstmal eine rauchen, ja? Wir machen ja. Bis gleich nach der Werbesendung. Ja.